So, denkst du, ihr habt gewonnen? Klar haben wir gewonnen. Leofred, Kopf in den Topf. Ich habe ihn entsandt, um euch zu vernichten. Schweig. Du weißt gar nicht. Bist du gerade am Stream oder? Noch blühen wird. Oder zockst du offline? Naja, offline. Du morgen. Weißt gar nicht, was morgen ist Freitag, ne? Ja, morgen bin ich nicht online. Habe ich ein paar Sachen zu erledigen. Mal gucken, vielleicht schaue ich mal rein bei dir. Hier entlang! Wir müssen los. Schnell! Gleich hinter dir. So, weg hier. Wie, heute nur Probleme gehabt. Was war los? Wollte der Rechner nicht, oder was? Aber diese Zeitlupe geht mir auf die Nüsse. Bei jedem Gegner kommt Zeitlupe. Naja, den einen Teil kann ich nur im Fenstermodus zocken. Syndicate. Oh ja, ehrlich. Ah. Ist komisch, oder? Aber ja. Hauptsache es geht, ne? Besser als nichts, genau. Oh, hier wird's gerade ein bisschen tricky, ja? Da wären wir. Kennst du das? Nein! Ja, genau. Hauptsache die Maus bleibt da, wo sie soll. Das ist so nervig, ne? Damit kommt ihr nicht durch! Also hast du Fenster mit Rand gemacht. Das ist gut. Das ist gut. Ja. Da haben wir König Kurgret. Alles ist im Wandel, Bogret. Es fehlt nur noch die Krönung. Ein Vitenagemot mit den hohen Leuten von Mercia. Bogret, mein Herz! Alles andere ist die Maus rübergezogen. Ja, ja. Ja, ja. Bist du bin bald abgedreht, ne, bei Helldivers. Dann wirst du dann gerade von jede gut. Menge Bugs angegriffen. Wir müssen weiter. Und dann bist du mit der Maus rüber und markierst hier das ganze Dashboard von Twitch oder auf die andere Seite und klickst da irgendwas in OBS und oh, Alter. Als ihr es auf mich abgesehen hattet, dafür habe ich gesorgt. Das ist schlimm. Die Eiferer werden eure Namen bald kennen. Wo auch immer ihr seid und wie weit ihr auch reist, sie werden euch finden. Genug gepiepse, du fiepsender Sperling. Lass meinen Bruder den und bei Helldivers 2. Mit Shift rennen, ne? Und mit Tabulator guckst du auf die Karte. Wenn du aber Shift-Tabulator drückst, kommst du in das Steam-Menü. Das Spiel ist einfach dann im Hintergrund und du musst erstmal das scheiß Steam-Menü wieder schließen, um weiterspielen zu können. Alter, das passiert mir so oft, ne? Ich habe kein bestimmtes unglaublich. Ziel, ich... Geschäft mit Eva. Das Urteil über mich gefällt, was? Das ist nicht schlimm, denn ich habe mir auch eine Meinung über dich gebildet. Führst du ein Lamm zur Schlachtbank? Siehst du, was ich meine? Düster. Der Effekt düster. Interessiert dich. Ihr da! Verschwindet! Genau. Setz dich. Oh, es wird erstmal geschnackt. Ich weiß, ich war ein Arsch. Du bist ein guter Skull. Krieger. Das respektiere ich. Check den Job. Mögen alle wissen, alles schmeckt besser Eivor aus der Mischeltasse. Eivor als Freund betrachtet. Wer nennt dich Knochenlos? Ein Wurm in Irland. Ah, hat genau, Speer Knochenlos. In seinen Eingeweiden gesäubert. Eivor Knochenlos. Er nannte mich Knochenlos, weil ich mich wie Schilf im Wind bewege. Nicht, weil du immer zu betrunken zum Pflügen bist? Ist nur Wasser. Ich müsste mal wieder Met bestellen. Valhall. Dorthin dann kann ich auch mal ein Trinkhorn von unten hochnehmen. Ich kann dann das schön Blut riechen und den Met schmecken. Lecker Met ich trinken. Werde mit meiner Axt in der lang Hand nicht mehr getrunken. Neben dem Hohn sitzen. Ein passendes lecker, lecker. Für einen Ragnarsson. Sollte man meinen, was?
Ich, Halfdan, wir werden dort sein. Aber Ober, nein. Wir jagen Met nicht aus Schottland. Vergiss es. Was will Ober? Das ist kein richtiger Met. Er will irgendwo auf einem Bauernhof. Das ist kein richtiger Met. Fett werden, umgeben von lauter kleinen Obers. Nee, habe ich nicht hier. Er will einen Erben. Davon träumen viele. Ich habe unten noch irgendwo einen Krug, wo ich immer bestell. Das ist aus der Nähe von Kiel, direkt an der dänischen Grenze. Das ist lecker Met. Das ist die älteste Metbrauerei der Welt. So, wie war Ober früher? Menschen verändern sich. Warum bleibst du, wenn es dich so stört? Wie war er denn früher? Wie ich? Grimmig. Ja, bestimmt lecker, aber anders. Anders. Sollte das ein Kompliment sein? Ich meine und nur, Met ohne dass Haar. Die Dinge früher einfacher waren. Wenn es dich so sehr stört, warum ziehst du nicht ohne ihn los? Meine Oma hat früher Met selbst gemacht. Ich liebe ihn. Also. Und ich werde tun, was bin nötig ja zur Hälfte ist, Ostfriese, Nordseeküste oben, ne? Von der Insel. Wir alle sind Krieger. Da hat meine Oma früher selbst Met gebraut. Der war lecker. Streng, aber lecker. Und hat geknallt, Alter. Der hat mehr gehabt wie 14%. Mein Cousin macht Alk immer noch selber. Ja, mein Onkel auch. Der hat eine Brauerei im Keller. Das ist so geil. So geil. Ist immer sehr gefährlich, dahin zu gehen. Da kommst du nicht raus. Das geht nicht. Von Opa gelernt. Ja gut, was heißt mein Onkel? Das ist eigentlich der Bruder von meiner Oma. Also Großonkel, Groß... Ich hab keine Ahnung. Gib dich zum Langhaus. Ja. Oh, ich stehe im Feuer. Was denn? Der ist noch schlimmer dran als ich. So, gehen wir mal da hoch. Ja, aber echt, ey. Wo wir gelandet sind, ne? Oh, die Musik lässt nichts Gutes vermuten. Aber ist geil, wie sich das Bild immer noch bewegt, ne? Und so ein bisschen verschwommen wirkt. Ja, bestimmt. Es fehlt nur ein Gegner, aber haben wir bestimmt gleich. Wo ist mein Sohn? Wir sandten Wort nach Riopedun. Keine Antwort, mein Herr. Wir sollten jetzt weitermachen. Oh. Hat sie ihn erwischt? Geht gar nicht. Geht gar nicht. Friendly Fire. Hab vorne aus Versehen auf einen draufgeschlagen. Ist nichts passiert. Du hast mich aufgespürt, alter Freund. Also der andere. Der König sieht toll aus. Er sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Sylvester Stallone und. Wie heißt er? Der Gladiator. Hab ich vergessen. Also nicht der andere, der König da. Wir verlangen hiermit, dass du Königreich und Krone an Tarn Zeolwulf abtrittst. Oh ja. Merci, danke dir. Gesprochen, Herr. Die Krone. Bist du es, alter Freund? Ach ja, ich kann es sehen. Vergib mir. Das Gewand der Rechtschaffenheit sitzt nicht gut auf deinen Schultern. Wenn der Himmel mich fälschlicherweise zum König krönte, verzeiht seine irrenden Weisung. So ein Schisser. So, wo ist meine Krone? Kennst du das, wenn Leute nur ein Spiel kennen? Oh, das ist schrecklich, oder?
Schrecklich. Da gibt es nicht Leute, die spielen nur Fortnite, nur Roblox, nur Minecraft. Alter, wie kann man so geil darauf sein, verstehe ich nicht. Ich brauche Abwechslung, Mann. Wie bei dir im Stream. Sind und nur mit Nerven. Ja, absolut. Die haben sich festgefahren auf irgendein Spiel und dann... Kannst vergessen, die kommen nicht. Wahrscheinlich, weil sie denken, oh, das sind erfolgreiche Streamer, vielleicht können wir da ja auch irgendwie was machen. Scheiß drauf, Mann. Ich bin so, wie ich bin. Ich habe Spaß an allen möglichen Spielen. Wenn es gefällt, ist gut. Wenn nicht, hat Pech gehabt. Ich hab nicht vor, Millionär zu werden oder so. Ich genieße einfach nur die Zeit mit euch. Niemand hier folgt dir mehr. Ja, ne? Um dein Leben. Denn mehr wird dir hier niemand mehr zusprechen. Ja, wenn sie mal kommen, ne? Da verirrt sich ja keiner bei so kleinen Streamern. Verzeihung, genau, Spaß ist an erster Stelle. Ich beschwöre dich. Absolut. Ist auch der erste Satz auf meinem YouTube-Kanal in der Beschreibung. Ich trete sie ab. Bringt ihn und seine Frau nach Rom. Er ist hiermit ausgestoßen. Ich zock dieses Jahr schon 40 Jahre, ne? Und zwar, weil ich Spaß dran habe und nicht, weil ich irgendjemand was beweisen muss oder was zeigen muss oder sonst wie irgendwas. Ich beschäftige mich damit. Das ist mein Ding. Und das bleibt auch so. Wir kleine Streamer, die nicht geldgeil sind, sind Mangelware. Ja, das stimmt aber. Das stimmt. Die meisten fangen nur an, um irgendwie Fame zu kriegen, um viral zu gehen, oder was? Nö. Leofried, treu bis zum, ich habe ja ein Burnout angefangen, so als Beschäftigungstherapie. Und es hat sich halt einfach dann entwickelt. Ohne Ziel, ohne irgendwas. Eivor, du musst meinen Sohn retten. Die Leute stehen auf Idioten leider, ja. Die sich dann auch richtig schön zum Depp machen vor der Kamera, ne? Nein. Das ist nix für mich. So, wir sind da. Da. Euer? Den neuen Resident Evil 5 Remake mit 105 gesagt, so krank. Oh, okay. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ah, nee. Fünfer war doch in dem Dorf, ne? Das habe ich mit meinem Cousin gezockt. Auf der PS5. Steh auf! So. Töten wir. No, die hat aber schon Schmackes, ne? Da kann man nichts sagen. Ey. Alter. Nö, ich sehe auch kein Feuer. Soll es der Funken da sein? Das wäre ja lächerlich. Hey, ich will Feuer sehen, Mann. Naja, okay. Die haben echt immer noch nicht hinbekommen. Ja, genau. Guck mal, ich meine, okay, das Feuer hier hat jetzt ein bisschen weniger Frames. Alter, lass mich doch mal hier rumlaufen. Ich mach grad Sightseeing. Komm, trau dich. Oh, war ich zu langsam. Da, Feuer. Oh, es geht. Oh. Lass mich doch mal gucken. Es geht. Ist ganz okay. Also ich meine, das Feuer sieht auch schon schön aus, aber schade, dass die Frames runtergeschraubt haben.
Ja gut, die Werbung habe ich so eingestellt, ne? Pro Stunde 3 Minuten. Das ist ja die Mindestanforderung, um 55% der Einnahmen zu kriegen. Ja, da geht einiges. Aber ich belasse es beim Minimum. Oh, guck mal da. Das ist ja nett von dir. Dankeschön, Toffel. Übrigens, guckt mal morgen bei Piratenlord rein. Aber nur reingucken, dann wieder zu mir, ne? Ich bin dann am Montag wieder am Start. Oh, ich muss doch jetzt mal die Trompetenpfifferlinge essen. Das kriegt bestimmt Optik oder so. Gilbert ist in Gefahr. Ich gebe nicht nach, Leopold. Niemals. Mach es doch nicht schwerer, als es sein muss. Ah. Steht er da? Bitte! Du willst das nicht tun. Mal wie er Schwert hält. Leofried, lass ihn gehen. Tu, was ich sage. Und das ich tue, was mein König sagt. 10 sogar? Ach denen du Scheiße. Bring ich zum Schweigen. Hiermit. Alter. Ich glaube, 3 Minuten pro Stunde, das reicht. Das reicht. Wie gesagt, das Minimum für die 55% Beteiligung. Mehr muss nicht sein. Und ich will ja nicht die Leute dazu zwingen, sich ein Abo zu holen, damit sie keine Werbung gucken müssen. Die sollen sich ein Abo holen, wenn sie mich unterstützen wollen. Selbst wenn du mich bezwingst, haben die Ragnar sonst trotzdem gesiegt. Ich Alter. Bin schon gegen viele Dänen angetreten. Hey, hörst du auf, Digga? Nicht schlecht, gar nicht. Wie fühlt sich das an? Komm. Oh. Alter, die Axt ist zu langsam. Dann nehm ich doch lieber wieder... Welche war das? Scheiße. Ja? Ach, da oben die. Nehme ich lieber wieder... Oh, das geht jetzt nicht im Kampf. Scheiße. Der Feuereffekt der Axt ist echt lächerlich. Ja. Absolut. Absolut. Ich werde siegen. Ah, jetzt aber. So, komm. Nimm mal schwere Schläge. Ehe ich aufgebe, starre ich. Feuer! Aua. Digga. Hörst du auf. Ach, stimmt, das ist ja eine Langaxt, eine Zweihandaxt. Deswegen habe ich kein Schild mehr. Ich dachte schon. So, Digga. Leofried. Schluss mit lustig. Bring es zu Ende. Flehst du deinen Gott gar nicht an? Oder deinen König? Lass dich gehen, dann kannst du wechseln. Ja, ein bisschen brennen kannst du. Ich kämpfte. Ich verlor. Little beide, bit. Das läuft. Ein ehrwürdiger Tarn, der einen ehrlosen Krieg führt. Burkhard hat ihn verlassen und verraten. An Leofrids Stelle würde ich das erfahren wollen. Warum ihn seines letzten Ruhmes berauben? Dieser Krieger ist bereit, seinem Gott entgegenzutreten. Weiterzuleben wird ihm nur Schande bringen. Was, deshalb bin ich so oft hier? Max, stimme nicht Spaß haben. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das freut mich. Oder Ruhm. Ich gucke eigentlich keine Streams. Also bestimmt schon. Seit 1,5 Jahren. Kein Stream mehr. Und dann auch nur... Ungespielt habe ich dann geguckt, abends so die lustigen Videos gucken und so. Burkhard hat dich verlassen. Töten. Ich töte ihn. Du hast gut gekämpft. Ja, ich gucke normalerweise keine Streams.
so wirst du deinem Gott gegenübertreten. Weil, ich bin bereit. Wie wir halt schon gesagt haben, ne? Die meisten, die blödeln da einfach nur rum. Hauptsache Zuschauer und Abos und Donations und bla bla bla. Nee, die sind für mich falsch. Da das hatte er nicht verdient. Brauche ich nicht so Leute. Komm, so vernetzen, bestimmt cool, um Reichweite aufzubauen, Vorsicht, aber ansonsten. Es geht schon, wirklich. Muss ich nicht gucken. Nur ein paar Kratzer vom Kampf, mehr nicht. Und wir normalen haben kaum Zuschauer, ist so. Ist wirklich so. Diese Wunden werden schnell heilen. Du hast Glück. Ist wirklich so. Ich habe mich auf ihn gestürzt, Eivor. Aber für ihn war es ein Spiel. Ich kam nicht an ihn heran. Das meiste, was ich hatte, das war ein einziges Mal. Das war nicht dein Kampf. Mit Avatar. Doch, es war unser Kampf. Frontiers of Pandora. Da waren 76. Ich habe fast einen Herzinfarkt gekriegt. Ne? Ich dachte, Alter. Du hast Tapferkeit bewiesen. So viele Leute. Mut. Du bist kein Junge mehr. Aber über den ganzen Stream, ne? Also jetzt nicht gleichzeitig. Aber krass. Da habe ich gedacht, wow. Wegen Leofrid. Bin ich ganz schön nervös geworden. Leofrid war ein Kämpfer. Er kannte den Preis des Krieges. Er starb, weil er für das kämpfte. Zwei, ja? Ehrlich? Dem wohnt etwas Ehre an. Ich dachte, bei dir ist auch schon ein bisschen mehr. Also ich habe so... Also Durchschnitt würde ich sagen. So zwischen 14 und 17 sind über einen gesamten Stream da. Gleichzeitig so, ja, 6 würde ich mal sagen, manchmal 7. Aber wie gesagt, bei Avatar 76, ich dachte, was ist hier denn los? Kann ja wohl nicht angehen. Aber es ist halt geil, mit der Zeit gewöhnt man sich auch an solche Dinge. Na, am Anfang, da habe ich ja nur YouTube-Videos aufgenommen, ohne Kamera, ohne Mikrofon, einfach nur gezockt. Und dann hatte ich so Schiss, eine Kamera anzuschließen. Also ich habe es dann dran gemacht und dann, oh, ich traue mich nicht anzumachen. Dreimal hier gesessen und oh, ne, ich kann nicht. Und mittlerweile ist einfach, es gehört dazu. Mutig wie du bist, könntest du selbst ein Anführer sein. Oder auch der König von Mercia. Wie ein Psycho gespielt. Und wie macht sich mein Vater in seiner neuen Rolle? Überzeug dich selbst. Ich spiele immer ganz gechillt, weißt du. Dann bist du jetzt ein Odling oder Älteling, wie es bei euch heißt. Der Thronfolger. Ein ehrwürdiger Titel, der gutes geliebt, alle umzubringen. Wähle deine Vertrauten mit Bedacht. Ja, sowas habe ich früher auch gern gemacht, aber... Geht es dir gut? Ich glaube, aus dem Alter bin ich raus irgendwie. Ich genieße so die Story. Ich gucke keine Filme mehr. Das ist nicht so lange, da schlafe ich ein. Und da sind dann so Spiele, sind dann wie Filme für mich. Das ist dann geil, wenn man dann die Geschichte da einfließen kann und so. Du brauchst uns nicht zu danken. Trage einfach deinen Teil bei. Was geschieht jetzt? Was geschieht jetzt? Die Kunde von Burgretts Absetzung wird schnell die Runde machen. Die anderen Königreiche Englerlands werden von Mercias neuem König erfahren. Die mein Flugdrache ist mal fast abgebrannt. Der hat Feuer gefangen, weil ich im Feuer gelandet bin. Aber der hat sich dann wieder gelöscht, Gott sei Dank. Sich in diesem Aufruhr überall in Mercia gegen uns erheben. Darum sollten wir uns sofort kümmern. Ich reite gleich nach Oxenaforgier, um mit den Tarnen dort ein Bündnis zu schmieden. Soll ich mit dir gehen? Nicht, bis ich mehr weiß. Oxford. Bleib, wenn du kannst. Stärke das Band unserer Freundschaften. Ich rufe dich früh genug. Sigurd. Ich würde mich besser fühlen, wenn Cheolbert fortginge, bis in Mercia Ruhe eingekehrt ist. Hast du auch nicht geschafft, dann umzubringen? Okay. Clan willkommen heißen? Dann ist das vom Spiel so gewollt, würde ich mal behaupten. Hast du ein Pferd, junger Äteling? Durchaus. Einen jungen Hengst namens Theobald. Gut. Also du bringst es fertig, sogar ihn wahrscheinlich umzubringen. Von da an findest du deinen Weg schon. Danke, Sigurd. Habe ich mich mal getötet? Also mich selbst? Halte dich bereit, ich weiß es gar nicht. Ich werde nach dir rufen. Du und Sigurd seid ein gutes Gespann. Aber so ein Tarnator hat mich hin und wieder mal getötet. Nehmen meine deinen Flugmonster. Achso. Hier, Wolfs mal. Als Zeichen unserer Freundschaft. Okay, das geht. Wenn du uns brauchst, werden die Gebrüder Ragnarsson dir zur Seite stehen. Du ehrst mich, Opa. Siehst du? Der gerissene Hund will dich auf seine Seite ziehen. Dieses Spiel beherrsche ich auch.
Wie nett von dir, Eva. Oh, süß. Gern geschehen. Unsere kleine Axt. Ist das einzig Gute, das aus diesem Chaos entstanden ist. Hab alles versucht und zu stehlen. Und Schiolbert, der mutige Knirps. Das höre ich gern. Ja, ich muss meine Lohnsteuer machen. Ich habe Post gekriegt. Ich habe Zeit bis 25. Also 11 Tage.